Ist doch gerade wurscht, funktioniert ja sowieso nichts. Boah, ne, ich mache jetzt irgendwas anderes. Das geht mir gerade auf den Geist. Soll das halt. Ja, ich mache erstmal Platz für meine Bienchen und dann. Genau, ich schaue jetzt mal nach dem Mess-Dingens da von Buildcraft. Ja, mach mal. Müssen sie wieder halb kaputt? Noch Stack Rubber Wood. Kann ich das auch mit in die Baumform reinkriegen? Haben wir noch irgendwo Kobbels rumfliegen? Da haben wir noch Kobbels rumfliegen. Ach, die Lumberjack Axe ist ja auch halt kaputt. Oh. So. Da gab es doch. Da gab es doch ein Messgerät. So, ja. Mache ich mir jetzt hier Platz. Oder war das nicht von Buildcraft, sondern von was anderem? Omnitools vielleicht? Keine Ahnung. Nee, macht ja keinen Sinn. Omnitools ist ja nur das eine Tool. Ja, stimmt. Ach, falscher Block. Es regnet Tropenholz. Welcher Welt kann man so schön mal. Oh, ich mach mal einfach. Die. Die Twilight Forest Welt da. Eine neue. Hm? H3, schön, dass sie benannt ist. Gar nicht, schön, dass sie benannt ist. Ich glaube, die erste war immer für Quarry, oder? Die ist Quarry, genau. Genau. Okay, dann ist das hier die Mining. Genau, das ist die mit Squirrel. Genau, da habe ich immer gern gemeint. So, weil da kann man ziemlich viel rausholen. Weil die Erze ziemlich viel sind, also die Dingens ziemlich weitläufig. So, Lox, du wolltest uns irgendeine Frage stellen. Ach ja, stimmt, scheiße, da war was, genau. Kannst du ja jetzt machen. Jetzt, dann fangen wir mal an. Was zu tun. Ihr habt ja beide Ahnung von dem Spiel Portal, richtig? Das munkelt man ja. Warte mal, gut. Ahnung? Gut, ja. Dann, Moment, brauche ich mal kurz Holz. Ich mache wieder den Erklärbären. Oh nein. Oh Gott. Ja. Lox, der Erklärbär, heute... Portal 2. So, wir treffen uns mal hier so vor unserem Häuschen. Und zwar. Ach so, jetzt auch noch so richtig mit Versammlung und so. Ich bin gleich weg, also. Jetzt geht's los. So. Nee. Da! Toto! Wenn es sein muss. Moment mal, schneit es bei mir? Was? Entschuldigung, ich schaue gerade aus dem Fenster und es schaut ein bisschen aus nach, was wären es, Flocken. Das sind wirklich Flocken. Ach du Scheiße, es schneit bei mir. Schon wieder. Weihnachten, hooray. Mein Gott. Also, Entschuldigung, ja, weiter. Das hier ist eine stinknormale Wand, ja? Und ja. Das hier ist ein Schrank. Jetzt mal so versinnbildlicht. Jetzt stellt euch mal vor, ich mache jetzt hier die Tür auf. Schießt dort ein Portal rein. Ja. Schießt das zweite Portal hier auf diese Wand. Ja. Macht die Schranktür zu und schmeißt den Schrank durch das Portal in der Wand. Was passiert dann? Hä? Der Schrank misst... Wo? Mind blown. Ich hab's einfach nicht verstanden. Der Schrank müsste aus sich selber. Okay, pass auf. Oder? Das ist eine normale Wand. Das ist ein Schrank. Ich mache jetzt hier die Tür auf, schieß da ein Portal rein. Dann schieße ich da eins hin, dann mache ich die Schranktür zu und schmeiß den Schrank durch die Wand. Ah, warte, das ist eigentlich ganz einfach. Bei Portal passiert's, also wenn sich Flächen bewegen, auf denen ein Portal war, verschwinden die Portale dort. Sprich, kannst es gar nicht durch die Wand werfen, weil das Portal vorher verschwindet. Mir schon klar, richtig. Aber was wäre, wenn du diesen Fakt jetzt außer Acht lässt? Nee, ist nicht. Du hast doch gerade gehört. Geht nicht. Nee, geht nicht. Kannst du ja nicht machen. Ja, so gesehen, theoretisch müsste der Schrank aus sich selber rauskommen. Und sich demnach selber zerstören, weil es ja die gleiche Größe hat. Oder du kriegst es nicht durch, eben weil es die gleiche Größe hat. Sprich, du kriegst es nicht durch das Portal durch, weil es eben feststeckt. Also, du schaffst diesen Akt des Durchschmeißens nicht. Hätte ich jetzt gesagt.
wenn du so jetzt heraufzwingst. Aber es ist jetzt nur meine Meinung. Einfach. Ja. Manu, jetzt habe ich gedacht, da gibt es mehr Gesprächsstoff. Nein. Du hast nicht dabei. Ihr seid so gemein. Jetzt wollte ich mal Kadens Gehirn sprengen, aber ach komm, nö. Da müsst ihr schon mehr einfallen lassen. Oh ja. Okay, Kaden, welchen Gegenstand, welche Erfindung aus einem beliebigen Sci-Fi-Film würdest du gerne jetzt sofort erfinden und haben wollen? Aus einem beliebigen Sci-Fi-Film? Ein Auto, das sprechen kann und sich transformiert? Was? Hallo, Stargate! Achso. Nee, ist ja kein Film. Ja doch, doch, warte mal. Es ist ja, ja. Ein Pilot. Ja, ja, also. Darfst du, ja, okay, darfst du verwenden. Serien gehen auch. Aber jetzt so generell, welche Gegenstände oder so aus dem, was man kennt, was weiß ich, fliegende Autos, explodierende Kugelschreiber. Okay, war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich meine ja, was? Wer braucht es nicht? Ja, natürlich, habe ich immer meinen explodierenden Kugelschreiber dabei. Oh. warte mal, explodierender Kugelschreiber ist aber Bond und das ist ja nicht wirklich Sci-Fi. Warte. Da ist mein explodierender Kugelschreiber. Okay. Warte, explodiert in 3, 2, 1. Boom! Ich muss hier nachher Explosion einfügen. Das dachte ich mir auch gerade. Oh mein Gott. Wahrscheinlich vergesse ich sowieso. What the fuck? Boom! Hier ist nichts. Was? Hier ist nichts? Hier ist nichts. Das ist nicht viel. Absolut nichts. Ist da ein Tempel? Vielleicht? Siehst du was auf der Karte? Hallo? Ach, du hast eine neue Karte gemacht. Neue Welt. Hier ist nichts. Hier ist wirklich absolut. Hast du das ausgestellt? Weil es ging auch verdammt schnell mit dem Generieren. Nein, ich habe nichts verändert. Du hast nichts verändert, also das jetzt nur noch. Hast du ein Linking-Buch dabei, ja, ne? Na klar, aber. Das Buch hier oben, oder? Ist es. Boah. Ja. Okay, ich gehe gucken. Nein, nimm Blöcke mit, weil ich glaube, du musst das Buch schützen. Sonst kommst du vielleicht nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, ob es auf dem Buch deinen Schaden nimmt. Ich glaube nicht, aber. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht rüber, weil zur Not muss ich euch wahrscheinlich retten. Ich bin jetzt mal. Da ist nichts, da ist absolut überhaupt nichts. Aber auch keine negativen Effekte. Nein, es ist einfach nichts. Also ehrlich gesagt, ihr macht mich gerade neugierig. Ich bin ja, hier ist einfach nur nichts. Hier ist nichts. Warte mal, wie viel. Oh ja, okay. Jetpack ist jetzt. Warte, dann komme ich jetzt rüber. Du willst jetzt Jetpack nicht sterben. Da ist nichts. Der Wahnsinn, hier ist wirklich. Also, hast du das ausgestellt, dass das. Generiert was, nein! Linking Book ist drüben, oder? Ja. Ja, hier die welches oberste. Ist die Welt kannst du eigentlich gleich wieder wegschmeißen. H4, oder? H4, ja. Das wird mich ja. Left the game. Nein! Immer beim Weltenwechsel. Es gibt's doch nicht, es ist echt. Probier's nochmal. Nichts. Probier's nochmal. Ja. Ich nehm das Buch und schmeiß es gleich weg. Töte es, eiskalt. Halt. Lass mich zurück. Nein, lass mich zurück. Damit hat's nichts zu tun. Stirb! Ah. Sie tötet das Buch. Ja. Aber es war wirklich nichts. Außer Regen. Ja, es ist. Also, und halt die obligatorische Steinplattform, die immer da Regen. Ist. Ja, genau. Das kannst du sogar ausschalten, dass die da ist. Ja. Das wäre in dem Fall aber ziemlich blöd. Taktisch blöd, ja. Das wäre, ja. Gut, dass wir das nicht ausgeschaltet haben. Es geht im Book selber. Das kannst du hier. Ach du Scheiße, okay. Irgendwo kann man das tatsächlich. Ja, ausstellen. Egal. Wahnsinn. Nichts? Absolut überhaupt nichts? Jetzt hab ich aber nichts, heute gar nichts, mit den überhaupt Welten. Nichts. So. Huch. Terraform im großen Stil. Und dann gehe ich mal. Moment, das ist das Linking Book. Das da wollte ich dahin tun. H5. Puh. Hä? Boy. Ja, es kann es sein, dass du gerade eine Welt erstellt hast? Ja. Es hat nämlich gerade geleckt. Okay, ich hab direkt einen Gummibaum. Oh, Scheiße. Nein! Scheiße. Hier ist auch, nichts. Allerdings. Doch etwas. Was habe ich da gerade getan?
Was hast du gerade getan? Logs? Was hast du getan? Minen. Warte. Du bist still, das beunruhigt mich. What the fuck? Ja. Nein, das warte mal, das ist so ein... We got the problem here. Hey, das ist Lava! Ich glaube. Nein, das ist ein... Ah, ich weiß, was das ist. Das ist eine Lichtquelle, die ich platzieren kann. Toll. Statt Fackeln. Warte, ich komme zu dir rüber. Du brauchst eh gerade Licht, denke ich mal, oder? Vorsicht, wenn du rüberkommst. Du brauchst erstmal Waffen. Kein Licht. Da unten sind eine Menge... Ich habe Waffen. Wie hier? Ich weiß nicht mal, wo ich gespawnt bin. Au! Ich habe... Au! Black. Muss jetzt auch vorbeischauen, oder wie? Muss man hier überhaupt leuchten? Ja. Ach ja, apropos. Ich leuchte mal hier aus, damit ich... Ich mach mal hier bei uns hier kurz Tag. Solange ihr noch weg seid. Cool. Das geht ja echt überall hin. Ihr macht mich neugierig. Man sollte hier aber allerdings nicht runterfallen, gell? Weil... Dann ist es vorbei. Das ist echt praktisch, das Ding. Hallo. So, ich hab's Hab's gerade aufgeladen. Achso. Das ist echt praktisch, das Ding. Ehrlich, für Scheiße gerade. Du hast eine. Du hast eine Tendrils-Welt irgendwie erstellt. Ist ja, aber Grunde mit ohne Boden. Mit ohne Boden. Skeletti? Hallo? Ach da! Und tschüss. So, ich mach mal kurz wackeln. So. Zin. Will auch schauen. Ja, dann komm doch und guck. Ja, ich bin ja gerade unterwegs. Blinking Book habt ihr. Ja, nein, vielleicht. Ja, habe ich bei. Ich habe es noch nicht platziert. Nein. Und so, der explodiert gleich. Ich explodiere nicht, der Creeper ist explodiert. Soll ich jetzt kommen? Kann ich das auch? Kann ich kommen? Geil, die Dinger kann man auch an die Decke. Ey, das ist cool. Das ist ja mal wirklich cool. Reindeer. Hallo, Blob. What the fuck? Gummibaum. Ja, ganz was gut, weil der Spawnpoint ist in dem Sinne so gut markiert. Ey, hier kann man echt cool farmen. Ey, nicht kaputt machen. Oh. Nein. Das ist mein Licht, Kartenshire. Zuck. Hast du da? Du wirfst das ja. Ja, das ist richtig geil. Mein Tool ist das. Nein! Ich glaube, ich habe mich gerade aufgehängt, kann das sein? Du bist gerade explodiert. Du stehst da noch. Weil mein Bildschirm ist gerade gefreezed. Ja, du stehst da immer noch. Hallo? Ja. Ah, also jetzt bin ich rausgeflogen. Ja. Ich hätte den Zombie nicht schlagen dürfen. Was gibt's denn hier so? Gibt's hier irgendwo Diamanten? Die Tendrils-Welt ist nicht was. Oh, Redstone wie Sau. Warte mal, ich muss da mal schnell rüber. Warte mal, habe ich noch genug Jetpack? Oh, stimmt. Ja. Warte, habe ich auch? Aber wie geil. Muss man hier kurz ein bisschen Licht platzieren. Leider nicht. Was ist... Achso, das sind diese komischen Ziegenbockviecher. Also, ja, aber man sollte hier echt nicht fallen, denn... Was ist das denn? Oh, das ist noch mehr Ziegen. Vögelchen! Kleine Vögelchen. Du weißt, wo das Spawnpoint war, ja? Beim Baum. Richtig. Ich glaube, so ziemlich der Einzige hier, oder? Genau unterm Baum werde ich nämlich auch mal das Buch platzieren. Nee. Nein! Nicht unterm Baum. Da sind zu viele Viecher. Auf dem Baum! Einen Moment. Da oben. Diamanten! Ja, du hast aber keinen Lack auf deinem Werkzeug, oder? Doch, habe ich. Achso, Lack nicht, nee. Boah, wie viele Mobs. Schuck. Ja. Mobs hier sind. Mobs. Stimmt, hier sind überall Ranken. Das ist doch ganz praktisch. Irgendwann. Creepy. Sind zu hoch für Rohstoffe. Oh, oh. Back. Soll ich die Diamanten jetzt so abbauen, oder?
Ist doch eigentlich wurscht, wir haben 100 Diamanten. Ist eh nur ein Block. Kohle ja auch ist. Hühner und Zeugs. Ja, vor allem wie viele Mobs hier unten spawnen.